Alle wichtigen Entwicklungen und News in der KI-Welt aus der letzten Woche schauen wir uns in diesem Video an. Mit dabei sind neue AI-Tools bzw. Features für Videoproduktion, für Bildgenerierung, für Audiogenerierung und auch für ChatGPT gibt es Neuigkeiten. Und außerdem schauen wir uns an, was es sonst noch für neue AI-Entwicklungen bei diversen Plattformen oder Apps gibt. Fangen wir an mit AI-Video-Tools und da kommen wir zuerst zu dem wohl populärsten und bekanntesten und besten Text-zu-Video-Tool OneWay Gen 2. Und das ist jetzt nicht mehr nur ein reines Text-to-Video-Tool, sondern die haben jetzt auch Image-to-Video und das ist, bietet sehr interessante Möglichkeiten. Du siehst hier schon, kann man jetzt neben dem Prompt auch ein Bild hochladen. Und das kannst du dir natürlich schon vorstellen, gibt es gute Möglichkeiten, um der KI besser die Richtung vorzugeben, in die das Video dann gehen soll, das AI-generierte Video. Da kann man natürlich jetzt zum Beispiel mit Midjourney hier ein Bild generieren, was den konkreten Vorstellungen entspricht, wie das Video dann aussehen soll. Und damit lassen sich natürlich mehr Angaben machen jetzt als über so einen Textprompt. Und das probieren wir jetzt mal aus. Und ich habe dieses Bild vor kurzem in Midjourney kreiert und lade das jetzt mal hier bei OneWay Gen 2 hoch. Und wenn wir jetzt hier ein Bild hochgeladen haben, muss ich gar keinen Textprompt eingeben. Kann ich noch zusätzlich machen, um vielleicht ein bisschen zu beschreiben, was animiert werden soll. Aber erfahrungsgemäß, wenn du möchtest, dass das nah an diesem Bild dran bleibt, dann ist besser, das komplett freizulassen. Und dann klicken wir einfach auf Generate. So, und dann haben wir nach wenigen Minuten das Ergebnis. Und das ist die Animation zu unserem Midjourney-Bild. Und, ist ganz cool geworden. Ja, flackert noch ein bisschen, hat noch ein paar Fehler. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Und dieses Feature bietet uns viel mehr Möglichkeiten, mit AI Videos zu produzieren. Und das kannst du natürlich, muss natürlich jetzt kein Midjourney-Bild sein oder kein AI-generiertes Bild, sondern du kannst es auch mit echten Bildern quasi machen und deine eigenen Bilder animieren. Und da wirst du natürlich coole Effekte generieren können. Und das Ganze wird natürlich noch weiterentwickelt. Und wenn man dann hier in dem Prompt noch genau beschreiben kann, wie sich die Elemente in dem Bild bewegen sollen oder verändern sollen, dann wird das natürlich eine richtig coole Sache. Ein weiterer Tipp ist, du siehst hier, es geht nur 4 Sekunden, aber du könntest natürlich jetzt hier von diesem Video, was uns OneWay Gen 2 Image to Video gemacht hat, den letzten Frame nehmen, den dann wieder hochladen und dann ein weiteres Video aus dem letzten Frame dieses Videos generieren. Und das kannst du natürlich immer fortsetzen und dann kannst du hier aus diesen 4 Sekunden eine längere Szene quasi generieren. Das kannst du auch mal ausprobieren, wenn du das irgendwie benötigst. Und ein weiteres AI-Video-Tool namens Kyber kam jetzt raus mit einem neuen Feature und zwar Motion. Und damit lassen sich jetzt auch mit Kyber solche Videos generieren, ähnlich wie wir es von OneWay Gen 2 kennen, also ohne großes Flackern und so weiter. Bisher kannte man Kyber-Videos ja eher hier so, dass die sich quasi, dass die Formen sich verändert haben. Aber das sind natürlich ganz coole Effekte und zum Beispiel für Musikvideos oder so interessant, aber jetzt nicht für alle Videoprojekte. Und von daher ist dieses Motion-Feature, wo das alles flüssiger aussieht, eine sehr interessante Entwicklung. Und außerdem siehst du hier in diesem Tweet, bringt dieses Motion-Feature auch Image-to-Video, also so wie OneWay Gen 2, die scheinen da direkte Konkurrenten zu werden. Und das sieht hier auch richtig cool aus. Coole Szenen, die sagen das hier zum Beispiel für Videogames. Und ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Update von Kyber, soll am 8.8. kommen. Und genau, wenn das rauskommt, werde ich mir das auf jeden Fall genauer anschauen. Und ja, generell AI-Video werde ich sehr genau verfolgen. Ist gerade so ein bisschen auch mein Lieblingsthema. Sehr spannende Entwicklung und sehr rasante Entwicklung vor allem auch. Zu dem Thema noch. Pika Labs ist ein weiteres relativ neues AI-Video-Tool. Die waren lange Zeit in der Closed Beta, habe ich schon mal, glaube ich, in diesen News-Videos vorgestellt. Aber jetzt haben die sich geöffnet, können alle jetzt hier die Beta-Version betreten und auf deren Discord-Server dieses AI-Video-Tool ausprobieren. Und die haben genauso Text-to-Video und Image-to-Video. Und hier auf den Server kannst du dich ein bisschen einlesen, wie das alles funktioniert. Und dann kannst du hier zum Beispiel auch lesen, wie du deine Prompts gestalten solltest. Und dann kannst du hier bei diesen Creations, bei Generate Channels, das Tool mal ausprobieren. Und siehst du hier die Prompts und siehst hier die Ergebnisse der Nutzer. Und sind auf jeden Fall coole Ergebnisse dabei. Und du siehst hier auch die Bewegungen sehen schon relativ gut aus, wie die Personen hier laufen. Und kannst du auf jeden Fall auch viel lernen, wenn du die Prompts anschaust und das mit den Ergebnissen vergleichst, um das Ganze dann für deine Projekte bestmöglich auszunutzen. Ja, auf jeden Fall. Pika Labs habe ich mir jetzt noch nicht genauer angeschaut, aber werde ich mir auf jeden Fall die Tage auch noch genauer anschauen. Und damit haben wir wirklich drei gute, wie gesagt, OneWay Gen 2, Kyber und jetzt Pika Labs, drei sehr interessante
AI-Video-Tools zur Verfügung. Und bei diesen Pika Labs ist es, soweit ich das gesehen habe, der große Vorteil, dass es weitestgehend noch kostenlos verfügbar ist. Und das ist ja bei den anderen Tools ein bisschen problematisch, dass du, wenn du da sehr, sehr viele Kreationen machst, dass das da recht teuer werden kann. Aber hier dieses Pika Labs kannst du weitestgehend, soweit ich weiß, aktuell noch kostenlos ausprobieren. Kommen wir nun zur AI-Bildgenerierung und da kristallisieren sich immer mehr Midjourney-Konkurrenten raus und auch wirklich gute Konkurrenten. Also man kann jetzt auch andere AI-Bild-Tools auf einem sehr, sehr hohen Niveau nutzen. Und da kam jetzt vor kurzem Stability AI mit einem Update raus auf SDXL 1.0. Und damit kann man deutlich hochwertigere Bilder erstellen und die KI ist deutlich intelligenter, versteht die Prompts besser. Und man kann also auch mit einfacher Sprache gewünschte Ergebnisse erzielen, diverse Stilrichtungen umsetzen und so weiter und so fort. Und dieses SDXL 1.0 kannst du auch kostenlos ausprobieren. Mit Journey kann man ja nicht mehr kostenlos ausprobieren, sondern man muss ein Abo haben, ein kostenpflichtiges. Und dieses SDXL 1.0 kannst du hier auf clipdrop.co, das ist ja eine Plattform von Stability AI, kannst du ausprobieren. Haben wir ja schon öfter gezeigt. Und hier bei Tools hast du alle möglichen Tools, um visuelle Sachen zu erstellen oder auch um Bilder zu bearbeiten. Und hier hast du eben auch dieses neue Bildgenerierungstool, Stable Diffusion XL. Wenn du das anklickst, kannst du hier wie gewohnt einen Prompt eingeben. Und das können wir jetzt mal einmal ausprobieren. Und da habe ich jetzt einfach mal eingegeben, two AI cyborgs fighting in a futuristic cyberpunk city. Dann auch noch interessant ist, dass du hier auf diesem Button dann verschiedene Stilrichtungen auswählen kannst. Und machen wir jetzt mal einfach Neon-Punk, passt vielleicht zu dem Prompt. Dann kann man hier Aspect Ratio, machen wir 16:9. Dann kann man einen Negativ-Prompt eingeben, also Sachen, die nicht in dem Bild erscheinen sollen. Und hier kann man noch die Version auswählen, also SDX 1.0, die neueste Version ist hier automatisch ausgewählt. Und auf jeden Fall ganz cooles Feature, dass man jetzt hier zum Beispiel bei den Styles, dass man das jetzt nicht unbedingt in den Prompt schreiben muss, sondern benutzerfreundlich über einen Button auswählen kann. Und klicken wir auf Generate. Und der einzige Nachteil ist kostenlos verfügbar, aber man muss ein bisschen länger warten. Und hier wird dann die Pro-Version gepitcht, wo das schneller geht. Aber meiner Erfahrung nach geht es relativ zügig, auch ohne die Pro-Version. Von daher skippen wir das. So, und das sind die Ergebnisse. Auf jeden Fall coole Bilder. Also das hier ist richtig gut. Das sind jetzt hier 3 AI-Cyborgs, aber es sieht nach einer sehr actiongeladenen Szene auf jeden Fall aus. Und ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Und der Vorteil ist jetzt hier auch, dass, also du kannst natürlich erstens ganz normal hier herunterladen direkt. Aber der Vorteil zum Beispiel auch zum Midjourney ist jetzt hier, dass du verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten hast, auch mit AI-Unterstützung. Also du kannst jetzt hier zum Beispiel den Hintergrund entfernen. Hier kannst du Ausbesserungen machen, die Lichtverhältnisse anpassen, das ganze Bild upscalen, neue Ergebnisse generieren lassen oder bei Uncrop kannst du das Format hier jetzt auch noch ändern. Also wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel lieber im Porträtformat haben möchtest, kannst du dir das hier nochmal generieren lassen in diesem Format, in dem das Bild hier an den Rändern oben und unten erweitert wird. So, und das hier ist das Ergebnis von diesem Uncrop. Und siehst du, coole Erweiterungen. Und so kannst du natürlich schnell alle möglichen Bilder für deine Projekte erstellen. Jetzt hier zum Beispiel als Instagram-Story oder davor als YouTube-Thumbnail. Und wenn du irgendwas mit Bildern machst, solltest du die Plattform clipdrop.co dir auf jeden Fall anschauen. Hat coole AI-Features und kann deinen Workflow deutlich vereinfachen. Dann sind von dem OpenAI-Bildgenerierungstool DALL-E Bilder durchgesickert. Und zwar von dem Update auf DALL-E 3. Und das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Das Coole ist, also wie du hier siehst, zum Beispiel Texte können sehr genau generiert werden. Das ist ja noch ein großes Problem bei Bildgenerierungstools. Aber das Ganze hier sieht sehr cool aus schon mit den Texten und scheinbar auch in verschiedenen Schriftarten. Und insgesamt auch unabhängig von den Texten sehr coole Bilder, die hier generiert wurden. Und auch hier scheint es für Midjourney verstärkt Konkurrenz zu geben. Also OpenAI investiert auch voll noch in DALL-E und verbessert dieses Tool weiter. Und dann gibt es ja, kennst du vielleicht auch schon, Leonardo.ai, kannst du auch bis zu einem gewissen Grad kostenlos nutzen. Und die verbessern sich auch stetig weiter und man kann da richtig coole Bilder generieren mit. Also ist auch neben diesem SDXL 1.0 auf ClipDrop mein zweiter Favorit wahrscheinlich für kostenlose Bildgenerierung. Und die haben jetzt hier ein Update rausgebracht. Du kannst hier Photo Wheel aktivieren jetzt in der Beta-Version noch. Aber damit kannst du dann auch fotorealistische Bilder generieren. Machen wir zum Beispiel a middle-aged man with beard in a coffee shop with a laptop. Und dann machen wir Generate.
und schauen uns das Ganze mal an. Hier hätten wir noch den Stil verändern können. Ist aber okay, Cinematic. Wollen wir einfach mal schauen, wie fotorealistisch jetzt hier mit diesem aktivierten Feature die Ergebnisse sind. Und das sind die Ergebnisse. Wow, ja, auf jeden Fall. Fotorealistisch sehen sehr cool aus, die Ergebnisse. Wenn wir hier ranzoomen, ja, also könnte fast ein Foto sein, würde ich sagen. Oder könnte ein Foto sein. Sehr realistisch, beeindruckende Ergebnisse. Leonardo.ai, auch ein Top-AI-Bildgenerierungstool. Und man ist definitiv nicht mehr abhängig von Midjourney. Dann eine kurze News zum Thema AI-Generierung von Audios. Hier ist Meta mit einem Open-Source-Modell namens AudioCraft rausgekommen. Generative AI for Audio. Und den Link, wie alle anderen Links, sind wie immer unter dem Video. Also kannst du selbst auf die Seite gehen. Und wenn dich das genau interessiert, hier alles durchlesen und auch alle Beispiele anhören. Wir hören uns jetzt nur mal kurz ein paar Beispiele an. Und zwar Generating Audio from a Text Description. Wir haben das ja schon in anderen Videos gezeigt, dass man Dialoge oder Sprachaufnahmen sehr realistisch schon mit AI generieren kann. Aber man kann natürlich zum Beispiel auch normale Soundeffekte oder andere Sounds generieren, indem man einen Textprompt eingibt. Hören wir uns das mal an. Das war also Pfeifen im Wind und da wurde der Textprompt also gut umgesetzt. Oder hier. Auch gut, sehr beeindruckend. Also alle möglichen Soundeffekte können scheinbar mit dieser AI problemlos generiert werden. Sehr beeindruckend. Und auch nicht nur Soundeffekte, sondern hier Musik mit AudioGen kann generiert werden. Pop-Dance-Track with catchy melodies, tropical, bla bla bla. Ja, passend. Also auch im Audiobereich macht KI weiter beeindruckende Fortschritte. Und noch eine weitere Meldung zum Thema Audio. 11 Labs kennst du wahrscheinlich, damit kannst du Stimmen klonen, unter anderem auch deine Stimme. Und die sind jetzt mit einem neuen Feature rausgekommen. Create a perfect digital copy of your voice and speak in the language you don't. Also sehr cool ist, also es gab es ja schon länger, dass man hier im Voice Lab von 11 Labs, wenn du die, ich glaube, das günstigste Abo hast, konntest du hier Instant Voice Cloning machen. Musstest eine kurze Aufnahme von deiner Stimme hochladen und dann kannst du deine Stimme klonen, die dann alles Mögliche sagt, auch in anderen Sprachen, die du gar nicht beherrschst und so weiter. Aber jetzt haben die hier noch ein weiteres Feature rausgebracht, was noch näher dran sein soll, wirklich an deiner Stimme. Und das ist Professional Voice Cloning. Und das habe ich schon ausprobiert. Muss man eine längere Aufnahme von der Stimme hochladen, mindestens eine halbe Stunde, empfohlen werden sogar 3 Stunden. Und dann wird dieser Algorithmus eine ziemlich perfekte Kopie von deiner Stimme erstellen. Aber habe ich hier gemacht. Du siehst, das dauert eine Weile, also ist hier in der Warteschlange. Und du musst dafür auch in einem höheren Abo sein, musst dafür 22 Euro im Monat zahlen. Aber kann natürlich für die Content Creation ein Riesenvorteil sein, wenn man jederzeit einen perfekten Klon von seiner Stimme hat. Und damit das natürlich nicht missbraucht wird, wird auch in dem Prozess, also ich bin den einmal durchgegangen, muss man seine Stimme einmal verifizieren. Also man lädt die Audio-Samples von seiner Stimme hoch und dann muss man quasi live testen, um das abzuschließen, muss man live einmal seine Stimme verifizieren in dem Prozess, damit es dann auch wirklich erstellt wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn das hier fertig erstellt wird. Also ich gehe davon aus, dass es durchaus ein paar Monate dauern kann. Aber sobald es fertig ist, werde ich euch das auf jeden Fall mal vorstellen. Kommen wir zu ChatGPT und ein paar Updates, die es da gibt. Einmal hast du vielleicht schon mitbekommen, ChatGPT Android App ist jetzt draußen, auch in Deutschland, kannst du installieren und kannst den KI-Chatbot also auch bequem unterwegs nutzen. Dann ein cooles Feature namens Custom Instructions, allerdings noch nicht in Deutschland, also du musst, wenn du das benutzen willst, ein VPN benutzen und dich in die USA oder in die UK versetzen. Und dann kannst du hier bei Settings und Beta, bei Beta Features Custom Instructions aktivieren. Und das ist ein wirklich sehr nützliches Feature, wenn du ChatGPT häufiger benutzt. Wenn du es aktiviert hast, kannst du hier bei den 3 Punkten auf Custom Instructions gehen. Und das ist hier mein erster Entwurf, den ich gemacht habe. Und was du damit machen kannst, ist, du kannst ChatGPT, um bessere Ergebnisse zu bekommen und nicht jedes Mal im Prompt Grundlagen reinzuschreiben, kannst du ChatGPT ein bisschen was verraten, was du machst, was deine Position ist und einfach ein paar Basics mitgeben, die das bei jedem Prompt dann berücksichtigen soll. Und weißt du ja, je mehr Kontext und je mehr Infos ChatGPT hat, umso besser und angepasster auf dich werden dann auch die Antworten. Und wenn du das hier drin hast, vergisst du das zum einen nicht und musst es auch nicht jedes Mal reinschreiben, spart einiges an Zeit. Und hier kannst du auch festlegen, wie ChatGPT antworten soll, in was für einem Stil. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du Marketing machst für eine bestimmte Zielgruppe, kannst du deine Zielgruppe hier beschreiben oder ein paar weitere Informationen dazu geben, wie deine Marke deine Zielgruppe anspricht.
Und wie gesagt, diese Sachen, die du hier drin stehen hast, musst du in deinen Prompts nicht mehr erwähnen. Die Sachen berücksichtigt ChatGPT dann in jedem Prompt und in jeder Antwort. Dann kam raus, dass OpenAI ein Patent für GPT-5 angemeldet hat. Also das sagt uns jetzt noch nicht, wann GPT-5 rauskommt. Angeblich wird daran ja noch nicht gearbeitet. Aber hier können wir ein paar Informationen rausbekommen, wohin die Reise wahrscheinlich geht bei GPT-5. Und hier steht Downloadable Computer Software for the Artificial Production of Human Speech and Text. Also das Generieren von Sprache und Spracherkennung und so weiter scheint ein wichtiges Thema bei GPT-5 zu werden. Also Audio ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall ein paar interessante Informationen, dass GPT-5 dann noch multimodaler werden kann. Also bei GPT-4 soll ja noch die Bilderkennung kommen, also dass man Bilder hochladen kann als Dateien. Und bei GPT-5 scheint dann das große Update zu sein, das auch mit Audios handeln kann und man mit Sprache einfach kommunizieren kann. Und vielleicht erkennt es dann auch ein bisschen die Tonalität, wie man spricht, sodass die KI dann auch aus der Analyse der Stimme erkennen kann, ob es zum Beispiel gerade Humor ist oder Ernst ist und so weiter und so fort. Und dann hat OpenAI hier in diesem Tweet für demnächst noch ein paar kleinere Updates angekündigt. Prompt Examples, also dass man nicht bei einer leeren Seite anfängt, sondern dass man, wenn man einen neuen Chat startet, gleich ein paar Beispiele angezeigt bekommt, mit denen man schnell starten kann. Dann Suggested Replies, sicher ein gutes Update. Das kennst du vielleicht, wenn du Bing Chat schon benutzt hast. Dass nachdem ChatGPT geantwortet hat, Vorschläge kommen, wie die Konversation fortgeführt werden können, also Folgefragen und so weiter. Und dass GPT-4 standardmäßig ausgewählt ist, wenn du ChatGPT Pro hast, Plus-Nutzer bist. Kennst du wahrscheinlich das Problem, ist ein bisschen nervig, dass jedes Mal, wenn du das neu startest, startest du bei 3.5 und musst manuell dann immer relativ umständlich GPT-4 auswählen. Also wird dann standardmäßig ausgewählt. Man kann mehrere Dateien hochladen, um die dann analysieren zu lassen von ChatGPT. Man bleibt länger eingeloggt. Also aktuell ist es so, dass man alle 2 Wochen ausgeloggt wird. Das soll dann länger geschehen. Und dann gibt es hier Keyboard-Shortcuts, was dann hier vielleicht interessant ist für Entwickler. Und dann eine kurze News zum Bing Chat. Bing Chat hat ja eigentlich ein paar interessante Vorteile, zum Beispiel die Internetrecherche und so weiter. Und was die Benutzung vielleicht ein bisschen steigern wird, ist, dass Microsoft plant, Bing Chat auch in Chrome und Safari Browser zu testen. Also für viele ist es wahrscheinlich zu umständlich, den Edge Browser extra dafür runterzuladen. Aber wenn man das dann bequem in Chrome und Safari testen kann, ist das natürlich ein KI-Chatbot, der schneller zugänglich ist für viele. Dann arbeitet Meta an einigen AI-Features für ihre Apps, insbesondere Instagram. Es sollen Personas kommen, die die Interaktion von Nutzern in den Apps verbessern soll. Und es sollen verschiedene KI-Personas kommen, wie hier zum Beispiel Abraham Lincoln oder irgendein Surfer-Dude, der dann, wo dann Nutzer in KI-Chats mit denen sich austauschen können, unterhalten können, Empfehlungen bekommen und mehr auf einer freundschaftlichen Basis interagieren können. Und hier auch von diesem bekannten Leaker und Entwickler, der hat das ja schon auf Twitter bekannt gegeben und herausgefunden, dass man mit AI-Characters auf Instagram chatten kann. Und hier, das habe ich ja auch schon gezeigt, dass man 24/7 einen AI-Assistant direkt in Instagram in den Chats hat und dann über verschiedene Themen sich austauschen kann mit dem. Und ein weiteres AI-Feature in Instagram wird sein, dass man sich in den Direktnachrichten die Nachrichten zusammenfassen lassen kann. Ist bestimmt ganz cool, wenn man länger nicht in einem Chat war und einen langen Chat schnell zusammengefasst haben möchte, um dann etwas fortzusetzen eventuell. Und man sieht an diesen Beispielen einfach, dass immer mehr AI in diversen Apps und auf diversen Plattformen eingebaut wird. Und das kann natürlich eine große Zeitersparnis sein oder auch mit anderen Features die Kreativität steigern und so weiter. Oder hier, das ist auch eine ganz interessante Meldung, ist ja für viele das Problem, dass AI-Bilder mehr und mehr solche Plattformen fluten und bald auch AI-Videos oder schon AI-Videos. Und manche Nutzer, vor allem bei AI-Bildern, erkennen gar nicht mehr, dass das AI-generierte Bilder sind. Und hier arbeitet Meta offensichtlich daran, AI-Bilder zu labeln, also dass Nutzern angezeigt wird, dass es sich hier um ein KI-generiertes Bild handelt. Hier steht zwar Image Generated by Meta AI, also klar können die erkennen, wenn ein Bild von der Meta AI generiert wurde. Die Frage ist, ob und wie das dann auch mit von anderen Bildgenerierungstools klappt. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, werden wir verfolgen, wie Plattformen, wie Apps damit umgehen mit immer mehr AI-Content. Und dann hier als letztes noch natürlich auch, was den kreativen Prozess für Instagram-Nutzer verbessern sollte. Um jetzt hier zum Beispiel eine Story zu erstellen, kommen AI-Tools in den Story-Editor rein, um zum Beispiel dann hier ungewollte Objekte aus Fotos schnell und einfach rauszubekommen.
Auch YouTube arbeitet natürlich an AI-Features, wie vor ein paar Wochen schon gezeigt, an dem Feature, dass man Videos in allen möglichen Sprachen sich anhören kann. Mit der Stimme des Creators wird es mit AI übersetzt in eine andere Sprache, auch mit Lip-Sync und so weiter. Sehr interessant. Und auch jetzt testen die gerade schon AI-Auto-Generated Summaries, also dass quasi Videos von AI zusammengefasst werden können. Also das soll jetzt nicht als Ersatz sein, um sich ein Video anzuschauen, sondern es soll, wie YouTube hier schreibt, um den Nutzern eher helfen zu können, ob das Video jetzt für einen ist oder nicht. Und ja, es gibt ja viele, viele längere Videos auch auf YouTube, von daher kann das ein ganz interessantes Feature sein. Und als letztes noch ein neues cooles AI-Feature bei Photoshop, genau gesagt bei der Photoshop-Beta-Version, gibt es jetzt Generative Expand. Und dann kannst du, wenn du jetzt hier ein Foto reinlädst und das aber erweitert werden möchtest, kannst du mit dem Crop-Feature, kannst du es in beliebige Richtungen quasi erweitern. Und was du dann machen kannst, siehst du hier, Generative Expand gibt es jetzt. Lassen wir hier leer den Prompt und dadurch wird einfach das Bild hier drumherum noch erweitert und wie wir das gerade mit dem Crop-Tool eingestellt haben. Das gleiche war vorher auch schon möglich mit Generative Fill, aber es war ein bisschen umständlicher, weil man das dann hier mit diesem Auswahlwerkzeug auswählen musste. Aber jetzt mit diesem Generative Expand geht das Ganze einfach noch ein bisschen schneller und ist ein bisschen praktischer für einen Anwendungsfall, den sicher viele öfter mal haben werden. Und dann siehst du hier das Ergebnis. Gut gemacht, erkennt man nicht, dass das jetzt hier mit AI künstlich an den Rändern erweitert wurde. Und so kann man natürlich das immer weiter fortsetzen und auf jeden Fall ein cooles Feature für diverse Workflows oder einfach um Kreativität zu erweitern. Das waren die wichtigsten KI-News aus der letzten Woche. Ich hoffe, das war nützlich für dich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.